Ich gebe dann manchmal so den Tipp, einfach ausblenden, um welches Geschlecht es sich handelt bei den Kindern. Wenn wir ja auch davon ausgehen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern auch es Intersex-Menschen gibt oder die Thematik Transgender, das heißt die Menschen, die ein biologisches Geschlecht haben, sich aber dem Geschlecht nicht zugehörig fühlen, finde ich das immer ein bisschen, sagt man, vielleicht komisch, wenn man die Kinder schon von klein an in diese Kategorien drückt. Also ich würde dann einfach empfehlen, den Kindern von allem zu geben, jedes Spielzeug zu geben, auch Mädchenspielzeug, irgendwie so traditionelles Mädchenspielzeug, also auch den jungen Puppen zu geben, den Mädchen Bagger zu geben und einfach sagen, okay, ich schaue einfach gar nicht auf das Geschlecht, ich gebe einfach jedem von allem. Also wenn wir jetzt es vergleichen mit Schweden oder mit den also skandinavischen Ländern, dann sind wir also vielleicht 30 Jahre zurück. Also da ist das ein Riesenunterschied. Wenn wir jetzt auch vergleichen zum Beispiel die Medien in Luxemburg, schriftliche Medien oder auch Fernseher im Vergleich mit Deutschland, sind wir auch weit zurück, weil da zum Beispiel die genderneutrale Sprache viel mehr schon gebraucht wird. Schüler und Schülerinnen oder Lehrerinnen und Lehrer werden benutzt oder auch die neutrale Bezeichnung wie die Lehrpersonen oder die Schulkinder. Und hier in Luxemburg stelle ich immer wieder fest, dass sehr viel das generische Maskulinum benutzt wird. Das heißt, wir sagen, ja, die Schüler in der Klasse und die Schülerinnen sind so mit gemeint. Und das haben auch Studien belegt, dass die nicht, im Kognitiven sind die nicht mit gemeint. Weil wenn wir nämlich von Forscher und Ärzten sprechen, dann kommen nicht Frauen in den Sinn als erstes. Aber das ist eben, wo ich sage, da sind wir ein bisschen, hinken wir ein bisschen hinterher. Das Problem ist heutzutage vor allem für die Kindererziehung das Marketing. Das wird immer, immer stärker. Die haben da so eine richtige Marktlücke entdeckt. Ich habe auch Bekannte, die dann jetzt auch Kinder gerade bekamen und dann haben sie Mädchen bekommen und jetzt ein Junge. Dann muss wieder alles neu gekauft werden. Und das ist so, deshalb wird das ja auch gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute das durchschauen und dann sagen, okay, nee, das ist ja unlogisch. Auch, der kann auch einen rosa Wickeltisch haben, davon wird er nicht schwul. Also wenn man das einfach so pauschal mal sagen wird, das hat irgendwie keinen Einfluss auf Hormone und so weiter oder auf irgendwelche Entwicklung.